Würdest du lieber von Massiv geweckt oder von Casper in den Schlaf gesungen werden? Ich will lieber von Massiv geweckt werden. Hey Bruder, steh auf! Von Casper in den Schlaf gesungen werden. Ich glaube, das wär romantisch, ja. Ich glaube, auch beides. Passt doch. Ich glaube, wenn Massiv mich weckt, dann stehe ich morgens wie eine Eins. Und Casper ist ein sehr guter Musiker, der kann mich bestimmt auch in den Schlaf begleiten. Beide. Von Casper in den Schlaf gesungen. Nee, aber würde ich Casper nehmen, würde ich Casper nehmen. Okay, gut, dann... Ich würde Casper nehmen. Würdest du lieber gegen Jizzes Auto pissen oder Xatar in seinen Nackenspeck kneifen? Lieber Xatar einen kneifen, ich bin auch nicht bescheuert. Ich kenne beide nicht persönlich, deshalb ist es eine schwierige Sache, weil es, wenn ein Kumpel wäre, so, dann könnte man auch sagen, Dicker, ich piss kurz gegen dein Auto, aber sagt niemandem so. Beides mega unangenehm. Das Ding ist, ich glaube, ich würde eher Autobiss nehmen, einfach von Logik. Guck mal, du kannst so nachts um 4, so, wenn keiner guckt, schnell pissen und wegrennen oder so. Ah. Wenn du, was war, Nackenspeck kneifen, was? Ja, Nackenspeck. So, du bist direkt da, er dreht sich um, wie willst du es erklären, so, weißt du? Xatar, aber so, ich sag vorher, dass es nur Spaß war, damit er mich nicht schlägt. So, ich könnte niemals gegen einen goldenen CL pissen, so. Mein Herz lässt nicht mal zu, so. Okay, das ist schön. Krass, dass ich weiß, was für ein Wagen er fährt. Rap-Update hat mein Leben gefickt. Ein Jahr nicht kiffen oder ein Jahr jeden Tag kiffen? Ich mach ein Jahr jeden Tag kiffen, seit 3 Jahren, glaube ich. Ein Jahr nicht kiffen. Ein Jahr nicht kiffen dann. Ich habe beides schon gemacht und ich bin gerade bei nicht kiffen. Würdest du lieber ein 2-stündiges Seminar über den Ursprung von Hip-Hop mit Falk Schacht besuchen oder eins von Jule Wasabi über Trap? Nein. Letzteres. 2-stündiges Seminar über den Ursprung von Hip-Hop mit Falk Schacht? Ja. Ich bin... Okay. Das ist mein eigenes Seminar. Ich bin zu artikulativ versiert. Das Wort gibt's nicht mal, aber keiner hat's gemerkt. Würdest du lieber ein Jahr in den Knast gehen oder deine Mutter für eine Woche in den Knast schicken? Ich gehe ein Jahr in den Knast. Ich ein Jahr, alles über meine Mutter. So. Selber in den Knast gehen. Ich ein Jahr in den Knast. Ein Jahr in den Knast, safe. Mama ist King. Queen, sorry. Ich... Niemals Mama in Knast. Was ist für eine Frage hier? Meine Mutter in Knast schicken oder meine Knast in Mutter schicken? Was? Nein. Ob du lieber ein Jahr im Knast wärst oder deine Mutter für eine Woche in den Knast schicken? Ja, Alter, meine Mutter, Alter. Normal. Würdest du lieber Shindys Bart als Intimfrisur oder Shindys Intimfrisur als Bart haben? Ich hoffe jetzt einfach, Shindy halt so ein bisschen stoppeln, dann nehme ich das, also an seinem Puller so. Okay, alles klar. Genies Bart als Intimfrisur ist ja so ein bisschen gekämmt, so man kann schon kämmen, so, weißt du? Das würde ich lieber nicht machen, so. Okay. Weißt du? Also ich hoffe, wenn er keinen Wildwuchs hat, so, aber Wildwuchs im Gesicht ist immer noch besser als das Zweite. Das Erste. Keine Ahnung, ich will meinen Goatee behalten. Ey, ich kenne Shindy, aber ich weiß nicht, wie seine Behaarung ist. Und mein Bart sieht sowieso aus wie eine Intimfrisur, also keine Ahnung. Die Shindy unten nicht, aber unten... Wie Shindy auch nicht. Okay. Für immer nach Wuppertal ziehen oder 5 Jahre früher sterben? 5 Jahre früher sterben, safe. Wie kommst du aus Wuppertal? Ich habe wirklich ein Jobangebot aus Wuppertal, Alter. 5 Jahre weniger leben. 5 Jahre früher sterben. Also Dr. Hanning, ich würde gerne nach Wuppertal ziehen. Also ich würde gerne bei euch arbeiten, aber nicht nach Wuppertal ziehen. Wäre das irgendwie möglich? 5 Jahre früher sterben. Ja, Wuppertal hatten so eine Hochbahn. Würde ich machen auch. Also 5 Jahre früher sterben. Noch früher sterben? Ist egal, wir machen weiter. Okay. Würdest du lieber ein Jahr in knallroten Sneakern rumlaufen oder barfuß? Sneaker. Knallrote Sneakers wegen Kälte. Ich nehme die Sneakers, glaube ich, auf jeden Fall. Man findet locker auch schöne knallrote Sneakers so. Okay. Obwohl schon als alle diese Vierer Toro Bravo getragen haben, ich mich gefragt habe, was es soll. Aber lass es nicht ins Detail gehen. Man müsste den genauen Farbton des Rots bestimmen. Bis zu einem gewissen Grad ist akzeptabel, ab einem gewissen Grad ist sehr, wie heißt der Dude, der mit den roten Schuhen, ApoRed-Type. Wie mein ApoRed? Nee, dann lieber barfuß doch. Würdest du lieber mit Eva oder mit AZ dir eine Zelle teilen? Ja. Yeah. Mit Eva. Gut. Mit Eva. Vielleicht macht sie mir minderjährige Bitches klar. Lieber Versicherungsbetrug in deinem Aquarienhandel oder mit minderjährige Fans zur Prostitution zwingen? Beim Verbrechen, man muss immer abwägen, was ist Gewinn gegen potenzielle Knastzeit. Weißt du, und ich würde das abwägen und dann das Bessere machen. Wow, erstes.
Bestimmt Versicherungsbetrug, man kommt locker nicht so lange in den Knast wie bei Prostitution. Dann sind die Leute gleich emotional involviert. Versicherungsbetrug, Digga, ein bisschen safe knacken, ein bisschen hier Tür treten und so. Ein bisschen noch DNA verspringen oder so. Mit Ruth in den Urlaub nach Ibiza fahren oder ein unbezahltes Praktikum bei MC Boogie bei TV Straßensound? Safe Boogie. Ich würde für Boogie zahle ich sogar drauf, dass ich da Praktikum machen kann. Safe. Mit deiner Mutter aufs Trailerpark Ü18-Konzert oder mit deinem Vater zum Die Lochis-Konzert? Mit meinem Vater. Was ist Lochis? Die Lochis. Okay, dann Trailerpark. Meine Mutter wird mir vergeben. Würdest du lieber mit Alice Schwarzer oder deinen Eltern über deine asozialsten Lines diskutieren? Mit Alice Schwarzer, gerne. Mit Alice Schwarzer, aber ich würde gut argumentieren. Eigentlich gerne mit meinen Eltern, aber Alice Schwarzer wird bestimmt lustig so. Dann sie sagt, oh Mann, das ist aber, und dann sag ich, halt deine Schnauze, Fettsack. Und dann ist Dings, dann ist lustiger. 10 Sekunden von Lars Unlimited verprügeln lassen? Nein. Oder Kollegas Sonnenbrille anfassen? Ey, dieser Kollega-Move, Alter. Wer ist er, Alter? Kollegas Sonnenbrille anfassen, ich bin gespannt, was dann passiert. Dieser Kinderschwinger, Alter, das ist Kindergarten-Style. Kollegas Sonnenbrille anfassen. Ich hätte nicht mal Schutzhände hochgenommen. Ich hätte ihn diesen Kinderschwinger machen lassen und hätte ihn danach angelächelt, Alter. 10 Sekunden lang von Lars Unlimited verprügeln lassen oder Kollegas Sonnenbrille anfassen. Boah. Wenn das hier Bizeps und kein Salatessen ist, Alter, mach es, Alter. Ich würde Kollegas Brille anfassen, weil ich ja weiß, was mich danach erwartet. Und dann kann ich dementsprechend ausweichen und dann kontern. Lieber so ein Kinderschwinger von Kollega als 10 Minuten im Bällebad mit Lars an. Lieber ein Feature mit Jan Böhmermann oder mit Erdogan? Ach, mit Jan Böhmermann. Erdogan. Böhmermann. Wow. Wegen Promo wahrscheinlich von Erdogan, aber ich weiß nicht, man verliert bestimmt auch viele Follower, so wenn man mit Erdogan promo. Aber vielleicht man kann so ein bisschen, ich werde so einen ganz unpolitischen Part machen, sodass ich mich aus der Affäre ziehe. So. Er ist nicht pro, er ist nicht kontra, ich nehme alle mit, ich mache richtige Helene Fischer-Strophe einfach. Ganz cool. Ich kann kein Türkisch, aber Jan Böhmermann. Würdest du lieber jeden Tag eine Stunde Sport treiben oder ein Leben lang deine Haare und dein Bart pink färben? Eine Stunde Sport mache ich sowieso. Pink färben. Würdest du lieber so rappen oder so aussehen wie Fico? Fico rappt krass. Wärst du lieber Polizist oder Fahrkartenkontrolleur? Boah, beides wack, Alter. Das ist richtig hart jetzt. Fahrkartenkontrolleur. Polizist. Oha, ich muss mich nicht entscheiden. Okay, Fahrkartenkontrolleur ist nicht so krass wie Polizist, glaube ich. Ja. Boah. Schwierig, aber ey, dann lieber Fahrkartenkontrolleur. Wärst du lieber Polizist oder Fahrkartenkontrolleur? Ja, darf ich irgendwas zu Zack 32 erzählen? Wenn du möchtest. Wie kannst du dir einen Namen aussuchen, den es schon gibt, Alter? Benimm dich mal, Alter. Was ist los bei deinem Problem, Alter? Nächste Frage. Hättest du lieber nur noch Sex mit hässlichen Frauen oder gar keinen Sex? Hässliche Frauen. Wie geht der Spruch mit widerlich, wieder nicht? Lieber widerlich als wieder nicht. Ja, aber so bin ich nicht. Auch die hässlichen Frauen brauchen Liebe. So, du musst ihnen Liebe geben, so. Safe. Hässliche Frauen. Es sei denn, Tüte regelt. Kommt für mich nicht in Frage. Unrealistisch. Weiter. Hättest du lieber Beine als Arme oder Arme als Beine? Lieber Beine als Arme. Arme als Beine, glaube ich. Kugel im Kopf. Beine als Arme, dann gebe ich locker Headkicks. Darf ich kurz einen Trick machen? Wow. Würdest du lieber ein Feature mit Macho machen oder nie wieder Features machen? Nie wieder Features. Macho. Nie wieder ein Feature machen. Nackt auf deinem Albumcover posieren oder bei jedem Live-Auftritt einen kratzigen Wollpullover tragen? Nackt auf dem Albumcover, safe. So, ich habe was zu bieten. So. Ich habe eh schon diese ganzen Kratzprobleme wegen Maske und sowas auf der Bühne. Also noch den Wollpullover dazu, dann wird es noch schöner. Würdest du lieber nackt auf deinem Nackt? Ja. Sehr gute Frage. Da machen wir nächste Folge. Da muss ich nochmal drüber nachdenken.